Wirklich ganz toll, dass du heute nochmal hergekommen bist, muss ich wirklich sagen. Ach ja, klar, ich komme ja gerne vorbei. Du, ich komme ja gerne vorbei. Schön, das freut mich wirklich, also persönlich auch. Ja, schön. Lars, alles in Ordnung bei dir? Ja, doch, so weiter. Ist alles okay. Ich freue mich halt einfach, dass du da bist. Ich habe das Gefühl, du müsstest mal wieder ein bisschen was schätzen. Ich habe das Gefühl, wenn ich dir ins Gesicht schaue, dass du langere Zeit nicht mehr geschätzt hast. Ich glaube, du musst halt mal wieder schätzen. Vielleicht mal Klicks von Videos vielleicht? Verflixte Klicks. Verflixte Klicks, mit Lars Paulsen und Florentin Will. Verflixte Klicks. Das ist schön. Das ist genial. Also man drückt da drauf. Da kommen dann die Augen kommen da raus, ne? Also er hat die Augen zu und wenn man dann drauf drückt, dann kommt da irgendwie so ein Druck oder weiß ich, Luft oder so. Und dann werden die Augen dann aufgemacht. Ja, verflixte Klicks hier. Was ist eigentlich der Guinness-Buch der Rekorde für die meisten grünen Sachen? Kommen wir nicht langsam an den Folge Punkt, 99? Wo wir einfach die meisten grünen Dinge einfach haben. Die meisten das grünen Objekte. Sein, ja, ja. In einer Fernsehshow. Ja. Wo auch alle das Guinness-Buch lesen und den Fact lesen und dann denken, okay. Die meisten, Lars-Erik Paulsen aus Hamburg-Wetternstadt wettet, ja, dass er die meisten grünen Dinge in einer Fernsehsendung hat. Und dann kommt Tom Cruise und sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser junge Mann einen so großen Grünen hat, dass er nicht in die Sendung alle reinbekommt. Und Lars-Erik Paulsen sagt, wir haben hier, wir setzen mal durch 1, 2, 3, 4, 5 bis 100 Sachen. Ich kann ja Deutsch, ganz normal. Und dann sagt Tom Cruise, muss Tom Cruise aus dem Helikopter springen. Scientology und so. Genau, wenn du falsch liegst, Tom Cruise, musst du aus Scientology aussteigen. Ist er wahrscheinlich schon. An Lars-Erik Paulsen, dass du deine Wette hinkriegst, dass du. Wieso nur Tom ich? Das ist nur noch meine Show. Oder was? Herzlich willkommen natürlich auch von mir zu Verflixte Klicks. Ich verstehe nicht, was in der Sendung passiert! Was ist Verflixte Klicks? Florentin und Lars schauen YouTube-Videos, raten die Klickzahlen. Amazing! Ganz kurz noch, dass wir thematisch nicht zu weit weg sind von Guinness Buch. Mir fiel gerade noch ein Gedanke ein. Es wird ja kuratiert. Es gibt ja viele Rekorde und nicht alle kommen in dieses Buch. Ja. Und jetzt muss doch mal eine Aufgabe sein, schaffe ich es, den langweiligsten Rekord ins Buch zu bringen. Der langweiligste von allen ist, aber der es gerade noch so geschafft hat. Das wäre so ein Meta-Rekord. Der langweiligste Rekord, der es ins Buch geschafft hat. Das ist der Rekord. Schreib das und mal. Und dann aber muss die Redaktion selber entscheiden, ob sie den Rekord zulässt, wenn sie es nicht tun, so. Gilt auch nicht. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr gute Idee. Fast schreib mal in die Kommentare, was wie das einfällt. Erste Video, das wir hier sehen und wir haben hier Pipi. Pipi kann lachen wie die Sonne am Fujiyama. Ja, unser Lieblingscharakter Pipi, den wir hier sehen. Pipi ist wieder da. Nein, hör auf. Spanisch? Das ist doch wissenschaftlich gesichert heute, bitte. Die Zahl. Oh nein, er leugnet. Ach, er hat's geleugnet. Er leugnet. Es ist Pipi wieder. Ach, verdammt. Wenn Pipi trinkt, ist er nicht aufzuhalten. Ach Gott, ey, wie viele Mancherie kann man essen, dass man so stockbesoffen ist, dass man am Ende so einen Scheiß erzählt? Ja, auf YouTube. Du hast ihn doch noch in die Therapie geschickt, oder? Ich hab ihn in den Zug geschickt. Pipi. Aber er hatte einen kleinen Rucksack dabei, wo er gesagt hat, da habe ich noch ein bisschen Kleidung dabei. War voller Mancherie, hat er sich wieder alles reingeschoben und war wieder auf Telegram unterwegs. Ach Gott. Oh, ein Schatten seiner selbst. Wirklich ein Schatten seiner selbst. Wirklich. Früher noch in Tagesschau moderiert und jetzt. Pipi, Mensch. Mittlerweile so abgestürzt. Gut. Aber man muss dazu sagen, er hat natürlich ein paar Sachen jetzt angesprochen, die einen wieder zum Nachdenken. Der war mal ganz oben. Der hat mal Sendungen moderiert. Was? Der saß bei Markus Lanz und jetzt macht er noch diese peinlichen Vlog-Videos vom Strand. Tatsächlich noch erfolgreich, auf TikTok zumindest. Deswegen, Leute, bitte entfolgt Pipi. Also bitte, wir wollen dem keine Plattform mehr geben. Wir wollen den nicht irgendwie pushen. Wenn ihr ihn mögt, entfolgt ihm. Wirklich. Ihr tut ihm. Ja, ihr tut echt, das Beste, was ihr ihm tun könnt, ist ihm wirklich mal auf eine Art Öffentlichkeitsentzug zu setzen. Ich habe übrigens mir noch Gedanken gemacht, weil wir ja zwei, also für euch kurz Meta-Wissen, wir produzieren ja zwei Folgen hintereinander auf und da habe ich unterschiedliche Outfits mitnehmen wollen. Da habe ich gedacht, wieso das denn? Hey, Moment, ich moderiere doch mit Lars-Erik Paulsen. Wer ist dieser Mann hier neben? Kaum wieder zu erkennen. Komplett. Stopp, Moment, in der Dispo-Stand, ich moderiere mit Lars-Erik Paulsen. Ich bin noch!
Ich bin. Ah, du bist es! Ach, frei. Ich hab sie. Sorry, ich hab mich gerade überhaupt nicht erkannt. Ich hab mich überhaupt nicht erkannt. Sorry, null erkannt gerade einfach. Wahnsinn. Meine Schätzung lautet, auch wenn ich es Pipi gönnen würde, natürlich, dass er irgendwann mal wieder rauskommt. Ich glaube, er ist wirklich nur noch im unteren Bereich an Klicks. Der haut ja auch acht dieser Videos pro Tag. Nicht Woche, sondern Tag. Ja, ihr habt richtig gehört. Aber ich finde das Logo gut. Das Logo quasi eine minimalistische Karikatur von Pipi. Da unten. So ein kleines Küken. Siehst du? Zwischen den Lorbeer-Dingern. Pipi! Er ist schon gut. Ah, er ist stark. Naja, also manchmal blitzt natürlich schon noch hervor, so sein Genie. Ja, klar, seine alte Qualitäten, seine Entertainer-Qualitäten sind noch da. Klar, unbestimmt. Die sind halt leider nur wirklich durchsetzt durch widerliche Verschwörungstheoretiken, die da irgendwie nochmal durchkommen. Es sind auch die Drogen. Es ist Wahn und Illusion gleichermaßen. Trotzdem sind wir hier noch bei traurigen, wirklich ganz traurigen 11 Klicks. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt genug Hardcore-Pipi-Fans, die da wirklich sagen, komm, ich brauche meine tägliche Dosis, gib mir das. Die das vielleicht nicht alle 7 am Tag angucken oder so, aber zumindest in die meisten noch mal reinklicken oder so. Für die durchlaufen, er hat ja auch immer viele Playlists. Ich glaube, wir sind hier tatsächlich noch bei 114. Ich glaube, es gibt die Pipi-Gang, ich glaube, es gibt die Pipi-Nators, die da wirklich noch mal immer mit dabei sind. Deswegen 114 Klicks, du sagst 11. Fuck, das hat genau die gleiche Kopfform wie ich. Man könnte dich perfekt zensieren mit einem Kreis. Wenn man dich mal in so einem Gericht, wenn du so vor Gericht mal wieder bist, man könnte dein Gesicht mit einem absolut perfekten Kreis 1:1 einsetzen. Ja. Oh, das ist eindeutig Last Wort. Hallo Leute, was ihr noch nicht wusstet, ich bin das neue Logo von Rocket Beans. Ich bin das neue Maskottchen. Ich spreche jeden Text ein. Hallo! Na, morgen wieder Roadtrip mit Flo und den Will. Erwähnen den Supporters Club. Und wenn ihr schon dabei seid, kommt doch vorbei in den Supporters Club. Ich habe das Gefühl, Lars Paulsen durchläuft dasselbe Schicksal wie Pipi. Lars Paulsen, früher angesehener Moderator, mittlerweile hat er seine Seele verkauft für irgendeinen herzlosen Konzern und macht jetzt billige Werbung. 11:114. Einer will's gut gehen, der andere wird in die Röhre stieren. 11 Punkte für mich. Pipi! Yes, 416. Ich so geil, dass der Kanal einfach Pipi heißt. Ey, Leute, schaut mal die Pipinators, schaut mal da rein und klickt euch mal da durch. Also ich habe damals für Seriously News 5 Wochen recherchiert, ja? Hab mit Leuten telefoniert und hab aufwendig geschrieben. Hattest du eine witzige Protagonistenfigur? Ja, hattest du. Ja. Weiter geht's mit Scary Ouija Haunting. Ouija. Oh no. Das war der erste Einspieler, den ich hier für Rocket Beans gemacht hatte. Ja. Yeah. Und auch nach wie vor mein bester. Ghost, der Geist von Bonjour. Also das ist es. Wir schauen uns gerade an. Das habe ich gemacht damals. Das Eddie, das Eduard. Who's there? Aber coole Wohnung, oder? Da ist die Küche und Wohnzimmer direkt zusammen. Ja, ich finde, es sieht eher aus wie so ein Fred. Ja, genau. So, ja. What are you doing Fred House. Here? Aber trotzdem das klassische IKEA-Regal, ne? Was passiert denn mit den Leuten? I guess we learned not to play with Ouija boards anymore. I was playing with this Ouija board, but Ouija boards, I'll give them like a. Gut, ja, wir müssen eigentlich den ganzen Ouija, sagt er. I don't think Ouija boards are that cool. Ouija. Well, that Norwegian. Those scary ghosts, not cool. So. Was sehen wir hier? Ist das ein Sketch? Ist das eine? Und wie alt ist das Video? Ist das ein Fiebertraum? Yeah. Ist es 90er oder auf 90er gemacht? Goodbye. Ist es 90er oder auf 90er? 3. Wirksam. Freue ich mich drauf. Schauen wir uns gleich an. Ist Werbung, oder was? Nee. Ach so, weißt du. Also, ganz verstehe ich es nicht. Aber das könnte natürlich die frühen Anfänge von Kieran Culkin sein, wie er noch als YouTuber unterwegs gewesen ist und
hier witzige oder verstörende, genauso aus, ne? Verstörende Videos Stark. Gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr. Gute genau. Beobachtung. Aber ich mag auch diese Feuerstelle ohne Feuer einfach, wo dann stattdessen Sudoku da dabei ist. Und das ist dann ein bisschen wild und weird. Weird. Und schwierig einzuschätzen. Ne? Das könnte natürlich ein Kultklassiker sein, so in der Fred-Welt. Wir sind ja gar nicht Klar. in der Fred-Welt mal unterwegs. Nee, genau. Ich war da mal eine Zeit lang, ne? Aber wusstest du, das Wort Ouija, überleg mal. Oui, ja. Und ja. Ja, ja, oui, ja. Das heißt, es gibt, ja, was heißt es? Ja, ja, es gibt gar kein Nein. Es gibt Nein. gar kein Nein. Spannend, es gibt kein Nein. Oui, ja. Also soll ich schätzen? Oui, ja. Tu es, tu es. Oh, fällt mir echt schwer. Ich komm auf keine Zahl gerade. Ich komme auf keine Zahl. Ich bräuchte irgendwie eine übernatürliche Kraft. Irgendetwas Außerweltliches, was mir zu der Schätzung verhilft. Okay. Gibt es eine Möglichkeit, was machen, irgendwie oder was? Zu kombinieren, irgendwie eine Kontaktaufnahme herzustellen? Ich habe ja eins da. Auf ich weiß gar nicht wie, aber irgendeine Art. Oh, tatsächlich. Moment, ich habe eins dabei. Ich habe eins dabei. Wir haben tatsächlich ein Board? Ja. Hast du drauf? Okay. Nee, den Finger nur. Aber welchen Geist rufen wir an? Den Geierkönig. Oh, Geierkönig, gib mir deine Schätzung aus deiner ewigen Totenruhe, aus dem Totenreich. Oh, ich nehme eine Verbindung auf. Ich nehme eine Verbindung auf. Ich nehme eine Verbindung auf. Ah, die Zahl, sie verschwimmen vor meinen Augen. Oh. 43. Habe ich irgendwas gesagt? Habe ich irgendwas gesagt? Gerade irgendwas gesagt? Ist was passiert? Habe ich gerade irgendwas gesagt? Habe ich eine Zahl im Kopf Zahl gehabt? Gesagt bei mir fiel keine mehr ein. Zahl gesagt. Um Gottes Willen. Ich war gerade nicht der Meister meiner Sinne. Habe ich gerade irgendeine Zahl gesagt? Ich habe bei dir 48. 43 habe ich gesagt. 43. Du hast irgendwas mit 20 ich gesagt. Ich habe 28 gesagt. 28. Moment mal. 43, 28? 2 plus unsere Schätzungen. 18, 43, 28, 4 plus 13, unsere 7. Schätzungen aus der Außerwelt. Die Außenwelt spricht zu uns. Aber wer hat wirklich mit dem Geierkönig gesprochen? Ich habe mit ihm gesprochen, aber das heißt nicht, dass ich der Geierkönig bin. Das heißt aber, dass der Geierkönig tatsächlich gestorben ist. Wenn er in der Geisterwelt als Geist heißt. Holy shit! Wow, verflixte Klicks, Lore, schreibt's in den Wikipedia-Artikel. Und dass er nicht lesen kann, weil er uns beiden ja die falsche Schätzung geschickt. Oder Spieglein, Spieglein an der Wand. Ja, Mann. Psychologe Hermann Hempel. Achso. Das vielleicht. Ihre Schwiegermutter stellt mit kritischem Blick auf die leichte Bekleidung ihrer Kinder mit entsprechendem Unterton fest, die Kinder werden sich erkälten. Ihr Chef formuliert, das habe ich mir anders vorgestellt. Ihr Freund sagt, du riechst nach Knoblauch. Was, Knoblauchzehe? Sie flüstern ihrer Liebsten zu, du siehst wieder bezaubernd aus heute Abend. Möglicherweise krönt Ihr Kollege, der gerade von einem Seminar kommt, okay, sein also wir haben ein Seminar Hinweis, wirksam Feedback geben. Er versteht also die physikalische Funktion so, okay, des Spiegels nicht, weil ihm das bewusst ist. Ich wollte dir nur mal sagen, Florentin, du siehst wieder bezaubernd aus heute Abend. So vielleicht so beginnen. Ich möchte dir Feedback geben. Ich finde, du bist ein unangenehmer Zeitgenosse, der nicht nur durch seinen Geruch, sondern auch durch sein Verhalten regelmäßig negativ auffällt. Ja. Danke. Deutsch! Ich freue mich über das Feedback, wirklich. Feedback, also, ja, ist einfach man Feedback. Braucht das ja im Leben auch. Einfach Feedback. Genau, deswegen bin ich dir einfach dankbar, dass du so nett zu mir warst und mich gefeedbackt hast. Wenn wir mit dem Zeigefinger auf einen Soll ich dir mal Feedback geben? Deuten, zeigen ja. wir automatisch mit drei Fingern selbst. Ich finde, dass deine Existenz so nicht funktioniert. Oh, okay, danke. Vielen Dank für dieses Feedback. Ich nehme es an, dankend. Und werde mich mit großer Anstrengung versuchen zu erinnern. Gut. Dann lasst uns doch jetzt mal in Richtung Schätzungen gehen. Deutsches ist unser Video. Ich hätte so gerne. Alter, das Video. Das Lied, das drückt richtig. Das drückt richtig rein. Das ist richtig gut. Ja, Mann. Ich hätte so gerne. Und da sagt noch einmal jemand, das Saxophon ist ein Quatschinstrument, ohne Witz. Wenn irgendjemand von euch Kasper noch mal auf der Straße, auf dem Unicampus zu mir läuft und sagt, Saxophon ist ein Quatschinstrument, dann mache ich dieses Video an und sage, wirklich, 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 dann hör mal zu. Du kannst die Leute überzeugen, das muss man wirklich sagen. Gute Argumente.
Sie kennen das. Macht man da nichts mit den Fingern? Nee. Gar nicht. Achso. Gar nicht. Das macht der Jazz für dich. Okay. Wenn du den Jazz im Herzen hast, dann müssen deine Finger gar nichts mehr machen. Ich finde ja, Blasinstrumente sollten abgeschafft werden. Wirklich? Ja, ja. Dann habe ich ein Gegenargument für dich. Und zwar hör dir mal das an. Ihr Freund sagt, du riechst nach Knoblauch an der Wand. Sie kennen das. Sie kennen ja, das, doch, ja, ja. Aber konnte ich dich umstimmen? Ja, ja, konnte ich dich umstimmen? Ich finde, es sollten sogar alle nur noch Blasinstrumente spielen. Bin ich voll. Sehr gut. Bin jetzt voll bei dir. Ich sage, dieses Video hat sage und auch schreibe, denn irgendjemand muss es ja aufschreiben. Habe ich noch einen nassen Arsch? Ja, ein bisschen, ne? Ja. Durchfall gerade. Ich sage, wir haben sage und schreibe. Wie oft habe ich das in meinem Leben schon gesagt? Das frage ich mich. Ich hätte übrigens gerne, wieso gibt es immer Sidekicks nur in irgendwelchen Late-Night-Shows? Ich will im Leben einen Sidekick. Du willst so ein Hype-Man sein. Nee, ich will so einen kleinen Sidekick. Ach so, okay, so einen kleinen Begleiter. Pet, Familie. Ja, so, immer dann irgendwie was Lustiges sagt. Haustiere, ja. Ahnung. Pro Konsens, Beratung, Coaching, Training. Wirksam Feedback geben von, wie hieß der gute Herr nochmal? Dr. Psychologe. Idee und Konzeption, ich. Diplom-Psych Hermann Hempel, www.prokonsens.de. Ist das ein Klicks-Zuschauer, meinst du? Nee, der hat mit Klicks nichts zu tun. Das sind pfiffige Ziffern, Ultra. Ja. Wir sind bei, ja, ich weiß es nicht so genau, das gebe ich dir ganz, gebe ich gerne mal zu. Ich glaube aber einfach, dass wir tatsächlich bei 3000 Klicks sind. Wirksam Feedback geben. Beratung, Coaching, Training. Das Problem ist, du brauchst zu viel Selbstreflexion, um zu sagen, hey, ich kann nicht gut Feedback geben. Ich sollte mir mal ein Video dazu anschauen. Ich glaube, das passiert nicht. Ich finde übrigens, dass du wirklich kein gutes Feedback geben kannst. Finde ich auch nicht. Ja. Deswegen würde ich dir dieses Video schicken. Sagen, hey Lars, ich habe ein Video für dich. Wirksam Feedback geben. Weil damit ich finde, damit du mir besser, damit du aufhörst, mich zu nerven und zu kritisieren, schicke ich dir das Video Wirksam Feedback. Achso, ich dachte, du gibst mir das Feedback-Video, damit ich dir Feedback geben kann, damit du besser Feedback gibst. Okay, das kann auch sein. Ich habe das Gefühl, dein Feedback zu meinem Feedback ist schlecht. Okay. Also will ich, dass du mir besser mein eigenes Feedback feedbackst, damit ich dir besser Feedback geben kann. Genau, ich gebe dir jetzt mal Feedback. Okay. Ich finde, das ist jetzt wirklich nur Feedback, dass dein Feedback bei mir nicht wie Feedback ankommt. Ah, okay, gut. Das Aber dann möchte ich dir auch Feedback geben, dass du einfach zu dumm bist, mein Feedback zu verstehen. Und eigentlich, wenn du mehr Feedback bekommen würdest und besser damit umgehen könntest, könntest du daraus auch mehr ziehen. Und gut. Der Typ ist nicht gut für dich. Der Typ ist wirklich gut. Der tut mir jetzt schon sehr gut. Mir geht's im Leben schon 20% besser als vorher. Wir haben weniger. Wir haben 1, 2, 3, 4.234. Tut mir leid, aber ich glaube, 1, 2, 3, 4 einfach. Das ist so ein klassisches 1, 2, 3, 4. Das ist so ein klassisches Video, das bringt man mit auf so eine Tagung. Achso, 4, 2, 3, 4. Nein, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der 1, Typ 2, 3, ist, die sagt, ne, so einfach ist er nicht gestrickt. Doch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, also ungefähr die Hälfte von Pesen. Und ich glaube, das zeigt man gerne auf Seminaren und so, aber auf YouTube guckt sich das keiner an. Denn niemand kann sich selber eingestehen, dass er schlecht Feedback hat. Und jetzt wird Florentin herausfinden, dass es letztes Jahr 3000 Seminare gab. Dong, 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 dong. Dong, 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 dong. Also ich finde gut, dass er Bilder stark. Guter Gag. Ich finde gut, dass er Bilder benutzt hat. Stark, das ist einer meiner Lieblings. Giuliano Bewusstsein. Okay, stark. Sehr gut. Das heißt, ich habe richtig Scheiße gebaut und ich möchte Feedback kriegen, um es besser zu machen. Apropos Scheiße gebaut. Erstmal frohes neues Jahr und es tut mir echt leid mit Silvester. Ja, irgendwie kam es da wieder zu einem Missverständnis. Ja, ich stand vor deiner Tür. Genau. Ich hatte eine komplette Schüssel rote Grütze dabei, weil du gesagt hast, bitte nichts mit Milch und so. Habe ich gedacht, okay, mache ich rote Grütze. Ich hatte eine riesige Schüssel dabei und habe tatsächlich dann, es war auch so kalt, dass ich nicht nur die halbe Schüssel selber gegessen habe, sondern den Rest auch noch wie eine Schutzhülle um mich herum auf mich schmieren musste, um nicht zu erfrieren, weil ich vor deiner Haustür einfach so gefroren habe an Silvester. Ja, ich habe die Fotos gesehen. Letzten Endes. Ich
bin komplett am nächsten Morgen in einem Kokon aus roter Grütze aufgewacht. Ich habe kaum Luft bekommen, ich konnte mich nicht bewegen. Die Feuerwehr musste mich rausschneiden aus meinem rote Grütze-Kokon, weil ich sonst nicht mehr rausgekommen wäre. Ja. Und dann habe ich gesagt, na, aber der Lars kommt gleich und dann kann ich mich bei dem aufwärmen. Ich habe den Zeitungsbericht gelesen und es tut mir alles leid und ich habe richtig schlechtes Aber was war da los? Weil du hast mir die Adresse doch gegeben. Wir wurden evakuiert. Also wir haben Silvester gefeiert, wie verabredet, und haben uns schon gefreut auf dich und haben gesagt, gleich kommt er, Florentin kommt gleich. Und dann stand halt tatsächlich der Schutz, Katastrophenschutz stand vor der Tür und haben gesagt, ja, habt ihr das Erdbeben denn nicht mitgekriegt? Ihr müsst war das ein Erdbeben? Hast du das nicht? Überhaupt das musst überhaupt du doch nicht. Auch. Doch. Ich stand in meiner Küche, hab die rote Grütze angerührt und das hätte ich ja gemerkt. Doch, das hat schon das, so ein bisschen an dem Wabbeln der Grütze hätte man das ja gemerkt. Nee, so ganz leichtes. Ach, ganz leicht. Das hast du vielleicht nicht gemerkt, aber es war ganz leicht. Und dann kam halt sofort jemand und hat uns evakuiert und wir mussten gehen. Wir konnten wirklich jetzt in dem Fall nichts dafür. Und ich hab gesagt, Flo, ich habe versucht, dich anzurufen, aber du kennst ja das Netz. Nee, okay, dann verstehe ich es total. Wenn das eine Katastrophe war, ein Notfall, dann verstehe ich es total. Eine höhere Gewalt. Dann tut es mir leid, dann ist es ja in Ordnung. Okay. Aber nee, Florentin, dann lass uns beim nächsten Mal doch vielleicht einfach gemeinsam irgendwie dann früher erscheinen oder so. Früher. Weil damit ich dann auch mit evakuiert werde, damit ich dann mit euch zusammen Silvester fahre. Genau, damit dir auch nichts mehr passiert. So machen wir es. Ja, okay, alles klar, dann haben wir das auch gefeedbackt. Okay. Weiter geht's. Nach dem Feedback kommt der Ofen. Oh, und den hatten wir schon. Das Video hatten wir schon. Was? Hab ich noch nie gesehen. Doch, den hatten wir schon. Den kennst du, hast du privat vielleicht schon mal gesehen, aber weil du mal einen Ofen reinigen solltest, tatsächlich. Im Ernst, den hatten wir schon. Nein. Ich weiß nicht, ob es genau das gleiche Video war mit der Eismaschine. Hundertprozentig hatten wir den schon. Was? Ja, den Ich habe das noch nie gesehen, mich interessiert. Ich weiß auch nicht, ob es exakt das gleiche ist, aber der Typ, wie er irgendwas reinigt, haben wir schon mal gehabt. Ja gut, das ist ein wiederkehrender Sidekick. Oh, Alter, der macht alle drei Hähne gleichzeitig an. War das Mayonnaise oder Eis? Oh, bitte 50-50 für mich, bitte. Wow. Ich habe das wirklich noch nie gesehen. And then a rinse of sanitizer. Geil, da ist das Eis drin. Normalerweise. Drei verschiedene Bottiche mit Eis. Aber er macht ja gar nicht sauber. Aber gut, dass das sauber. Also finde ich gut, dass die sauber machen. Wieso? Finde ich gut, dass die sauber machen. Wieso? Weil da können sich, glaube ich, viele Keime bilden. Ja, gerade bei Softeis ist wirklich sehr gefährlich. Softeis ist. Aber ist auch tödlich. Einfach köstlich. Deshalb muss er wirklich einfach köstlich. Ja, und ich glaube, weil es so gefährlich ist. Du isst dieses Soft-Eis mit dem Wissen, du könntest jederzeit sterben. Ich glaube, am Ende des Tages kommt raus, Vanillegeschmack sind einfach nur Salmonellen. Ja, so, die schmecken einfach nach Vanille. So man haut da diese schwarzen Punkte, das sind einfach Salmonellenkönige, die da drin sitzen. Ja. Und es schmeckt einfach köstlich. Ja, und man ist so halb im Delirium, weil man schon vergiftet halt, literally. Und dadurch irgendwie hat man ein gutes Gefühl, weil man es gegessen hat. Gut, also jeder muss mal... Die werden nochmal neu angefettet? Aber mit deinen Drecksgriffeln oder was? Na ja, gut, das kommt ja nicht in Berührung. Das ist nur für die Scharniere, Lars. Okay, und was soll ein Scharnier bitteschön sein? Das weiß ich nicht. Wow. Okay, aber ich bin beruhigt. Ich kann mein nächstes Eis gut genießen, weil ich weiß, dass es alles schön sauber ist. Meinst du, der macht das komplette Softeis für die ganze Welt? Ja, glaube ich schon. Kommt alles von ihm? Glaube ich schon. Aha. Gut. Aber man kriegt Softeis nicht so einfach, ne? Nee, das ist nur mittlerweile auf dem Schwarzmarkt nur noch. Da ist mir wirklich angenommen, du würdest jetzt deine Lust auf Softeis so intensiv verspüren, dass du sagst, ich will jetzt eine Tüte. In welche Richtung würdest du laufen? Wo würdest du die nächste Softeis? Immer Richtung Norden, weil wenn du es nicht findest, irgendwann bist du am Nordpol. Okay, und da findest du es. Da wird's automatisch. Vielleicht im Kino oder so? Oder ist es in einem Supermarkt? Nee. Nee, in welchem Supermarkt? Also vielleicht Automaten meinst du richtig? Wahrscheinlich sowas wie das Phantasialand oder sowas. So Freizeitparks. Muss aber weit laufen. Oder da gibt es in Hamburg bestimmt auch das Gnomenland oder Gnomenpark oder irgendwie sowas. Ja. Das Miniatur Wunderland oder so? Gibt's da Soft Eis? Vielleicht gibt's in Zukunft bei Rocket Beans
Soft-Eis und ganz Hamburg kommt Rugger-Beans und ist Soft-Eis. Ey, lass uns das machen. Einfach voll über Salmonellen. Im Sommer einfach eine geile Soft-Eis-Maschine im Garten und dann kommen alle vorbei. Kommt rein. Und dann machen wir eine Sendung. Da sitzen dann immer Leute und dann kommen die Leute und beleidigen uns und so und sagen, ihr esst den ganzen Tag nur Soft-Eis. Süffisantes Soft-Eis ist die. Süffisantes Soft-Eis. Schlecken. Sehr gut. Also, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige, weil ich glaube, jeder Filialleiter von McDonald's denkt sich, was? Ich reinige die? Okay, shit. Fuck. Jeder, der bei einem Fastfood-Lokal arbeitet und irgendwie einen guten Eindruck machen will, schaut sich das Ding an. Ich glaube, das hat viele Klicks. Ich bin hier tatsächlich bei 8.368. Ja, richtig gehört. 8.368. Also ich habe folgendes Problem mit diesem Video. Es gefällt mir nicht. Du hast. Wie ist nur das denn? Das ist ein super Video. Ich finde es wirklich, das ist ein starkes Video. Ich finde den Typen auch charismatisch und sympathisch und nett. Aber jetzt zu meinem Problem. Das bringt dir nichts, das Video. Selbst wenn du Besitzer bist einer Softeismaschine, du wirst doch nicht genau exakt diese Maschine haben. Und es ist ja selbst, also ich kann nicht mitreden, weil ich keine habe, aber selbst wenn ich mir, was weiß ich, Socken kaufe und dazu ein Tutorial gucken will, ist das Modell unterschiedlich und du weißt nicht, wie man die zusammenlegt. Das funktioniert mit einem anderen Modell oder nicht. Wie diffizil muss das bitte schön bei einer Softeismaschine sein? Ich habe schon so oft Tutorials angeguckt von einem Produkt und habe hinterher gemerkt, oh, ist ja eine Zahl im Modellnamen anders und dadurch geht eben die Scharniere da nicht auf. Und deswegen habe ich die Schnauze voll und sage, dieses Video hat lediglich die Eiszahl. Die Eiszahl? Ja. Die offizielle internationale Zahl des Eises? Ich finde wirklich crystal clear in my mind, gibt es nur eine Zahl, die für Eis steht und das ist viermal die Eins. Eins, 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 eins. Das ist für mich so. Wahrscheinlich wegen der Eiszapfen, also die Eins. Ein Grad ist kalt. Okay, gut. Das ist die Eiszahl. LP sagt 1101, 111. Ich bin bei 8000. Wir schauen mal nach, wer hier richtig liegt und wer vielleicht mal auch seine Kronen sauber machen muss. Bitteschön. 157.000 die Leute. Klicks. Ja, das ist viel good Content. Dinge, die sauber werden. Man hat ein Gefühl, dass irgendwas am Ende irgendwie richtig schön im Detail durchgesäubert wird. Wieso habe ich denn schon 4 Punkte eigentlich? Weil du das deutsche Video gewonnen hast. Oh, wir sind in China. Gar nicht genug drüber gefreut. Oh, hier gibt's Leckereien. Okay, es ist ein Laden nur mit Automaten, Automatenladen. Und verschiedene Franchises, wo ich mich frage, ob da die Lizenzen auch wirklich bezahlt sind. Ach, hör auf jetzt, das muss ja nicht sein. Ah, Pokémonsters. Pokémonsters. Okay, scheint aber irgendwie beliebt zu sein, wenn die so viele Maschinen dann übereinander stapeln. Und dann wirfst du Geld rein und drehst, oder? So wie bei einer. Genau, ja. Und dann kriegst du da was und dann sammelst du, bis du alle Pokémon hast. Anderthalb, nee, halbe Geschwindigkeit mal abspielen, das ist ja furchtbar. Here with the Pringles. Okay. Zu dir kommen wir gleich. Also, zunächst mal glaube ich natürlich, dass das das Undercover-Video ist. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ah, jetzt denke ich doch nicht mehr, welches. IMG. Oh, ganz kurz, guck mal. Das ist 2022, 1.8. oder 8.1.2022. Da haben die Leute ja verflixte Klicks geliebt. Das war das beste Jahr für verflixte Klicks. Okay, du sagst undercover, da war also einer von unseren Zuschauerinnen oder Zuschauern in China unterwegs, gerade, ne? Packing. Hast du das gemacht? Ich hab's gemacht. Du bist ja wirklich, also jetzt wollte ich gerade Regie loben, kann man natürlich auch machen, aber an der Stelle muss man wirklich sagen, du bist MVP. Und du weißt, was mit MVPs passiert, oder? Armbruch! 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 Ja, also bitte, sag es. Ja, hab ich doch schon. Die Eiszahl. Du sagst es nicht jedes Mal, die Eiszahl. Klar. Die hat gerade auch nicht funktioniert. Nein, ich glaube, dass es ein Undercover-Video ist, weil unsere Leute sind ja super gerne in Japan unterwegs. Und das wird irgendwo in Tokio-Shop sein. Dann ist mit diesem IMG ist natürlich ein Running Gag bei uns. Ehrlich gesagt, glaube ich, mal wieder nicht. Ich habe noch nie ein Undercover-Video gezückt und danach gedacht, ja, das ist es. Ja, das stimmt. Und immer so an. Gibt es mir eine Schätzung vielleicht, Freundchen? Ach ja, wie geht's dir denn so? Weiß ich nicht, wie viele Klicks soll es haben? 7 halt. 7? Ich glaube, das sind durchaus mehr, auch wenn der Titel wirklich eine absolute Katastrophe ist. Aber kein Video hat 7 Klicks. Ich sage, wir sind hier bei 27. Fast jedes Video hat 7 Klicks, aber halt nicht für immer. An der Stelle nochmal kurz sagen.
Auch dieses verflixte Klicks-Video hat mal 7 Klicks. Ja, das stimmt. Das ist ein philosophischer Gedanke, den man mal zerkauen kann. 7 zu 27. Ich bin sehr gespannt, ob hier jemand überhaupt Punkte kriegt oder ob die Wahrheit genau in der Mitte liegt und niemand Punkte kriegt. Das kommt ab und zu mal vor, ne? Das wäre witzig, da würde ich laut auflachen. Könnte dann Gift draus machen oder ein Emote. Wir schauen einfach mal. 7 zu 27. Gib mir die Zahlenreihe. Boah, die 4 wäre die richtige Zahl gewesen. Fuck, ey. Die 4 wäre die richtige Schätzung gewesen. So, mal gucken, was der Pringles-Mann sagt. Pringles Trick Shot. Flavor Smash Part 2. Here we go. Ja, das ist wieder so ein Florentin-Video. Das ist wieder so ein Florentin-Video, der liebt. Der findet den Typen total klasse. Ich finde den Typen total klasse. Und er findet das ein ganz großes Talent. Ich finde das ein ganz großes Talent. Und dass er Comedy-Potenzial hat. Das hat aber auch Comedy-Potenzial, weil er trifft es nicht jeden. Und dass ich ihn damals auch eingestellt hätte bei seinem Sketch-Comedy-Format. Ey, ohne Witz, hätte ich den damals schon gekannt, als ich ein erfolgreiches Sketch-Comedy-Format hatte. Ich hätte ihn eingestellt. Und dass es nur einen Menschen gibt, der noch cooler ist als der Typ, nämlich Lars Paulsen. Wobei, es gibt noch eine Person, die cooler ist als der Typ. Ja, wer denn? Lars-Erik Paulsen. Ach was? Ja. Das freut mich. Feedback gelernt. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie viele Klicks die Schätzung hat. Nee. So, also ich möchte ein bisschen aufklären. Ja. Im Titel sehen wir Dude Perfect. Dude Perfect ist ein US-amerikanischer Kanal, der immer diese Challenges macht mit irgendwie Tischtennisball irgendwo Klicks. Rein, Tennisball. Wahnsinnig viele Klicks, extrem erfolgreich. Hier wird ein, ich nenne ihn mal ein Pringles-YouTuber, wahrscheinlich eine Art Crossover-Format probieren, wo er einerseits natürlich Flavor Smash, die Pringles-Sorte darstellt, aber eben auch mit einer Dude Perfect-artigen Ball-Challenge verbindet. Klasse Konzept, gut umgesetzt. Am Ende hat er 6-mal getroffen. Aber meinst du, dass er dann auch schon so ein bisschen davon ausgeht, dass es total viral geht, sein Video, wenn er da Dude Perfect... Das geht total viral. Das geht total viral. Da klicke ich mir die Netzhaut weg. Das geht total viral. Ich habe ja auch mal versucht, tatsächlich so ein Skill-Video zu machen, ne? Wo du dann, weil das Geheimnis von diesen Skill-Videos ist immer gleich, du machst es halt einfach 1000 Mal und dann einmal triffst du es. Und meine Idee war damals, ich war auf dem Basketballplatz und wollte einen Fisch in den Basketballkorb werfen. Von der Mittellinie, ich wollte einen toten Fisch in den Basketballkorb werfen, einmal durch das Ding. Und dann dachte ich mir, okay, wie viele Versuche werde ich brauchen, um es zu schaffen? Sagen wir so 500. Also habe ich gesagt, gut, okay, gehe ich zum Fischmarkt und kaufe mir 500 Fische. Hatte ich 500 Fische, hatte ich meinen Korb mit 500 Fischen und dann mache ich das Video an, Kamera an, werf. Und beim ersten Mal treffe ich. Und dann hast du 499 Fische. Dann hatte ich 499 Fische komplett umsonst. Und einer, der lag im Busch. Und dann 499 komplett sinnlose Fische. Und dachte mir, was mache ich denn mit denen? Was soll ich denn jetzt mit denen machen? Was soll ich jetzt mit denen machen? Dann dachte ich mir, gut, bevor ich die jetzt irgendwie wegschmeiß oder so, fahre ich die einfach wieder zum Meer und schmeiß die einfach wieder ins Wasser. Die haben noch gelebt, oder? Die haben nicht mehr gelebt. Also. Aber ich dachte mir, vielleicht lebt ja noch einer von denen. Also fahre ich mit meinem Pickup-Truck. Oder halt CPR. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Und dann bin ich zum Meer gefahren, habe die reingeworfen. Und dann tatsächlich lagen da 499 tote Fischleichen vor mir. Ich dachte mir, eigentlich bin ich ein Monster. Eigentlich bin ich ein Monster und habe 499 Fische umsonst getötet. Und da sehe ich einen von den Fischen, der noch leicht zappelt. Da sehe ich mir, oh. Was ist da los? Gehst du dem Fisch hin und denk mir, hier Fisch, wach auf, er lebt noch. Und der Fisch schaut mich an mit seinen großen, glasigen Augen und sagt, oh, Dankeschön. Oh nee, das war nicht ausgerechnet, der scheiß Frankenwaller, oder? Dann habe ich einen Freund fürs Leben gefunden und dann war tatsächlich der Frankenwaller der Einzige, der hier überlebt hat. Und habe ich gesagt, na geh hinaus, na geh zurück nach Fürth. Geht zurück nach Fürth. Das und ist eure Origin-Story. Ist er wieder zurück nach Fürth geschwommen. Und dann hat er gesagt, naja, also ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Also, dass ich da lag, so am Strand. Und dann hat der Florentin hat mich da wieder zurück ins Meer geworfen. Und dann habe ich mich ja irgendwie bedanken wollen. Und dann habe ich gesagt, na Mensch, also viel habe ich nicht dabei. Aber eine Sache kann ich dir geben. Und zwar die Fischkarte. Habe ich tatsächlich die erste Original-Fischkarte so bekommen. Entstanden. Und die möchte ich jetzt einsetzen, Wahnsinn. Weil mich das erinnert hat, dass ich ja versucht habe, einen Basketballkorb zu werfen. Wahnsinn. Am Ende, die Pointe der Geschichte, die Kamera war gar nicht an.
Oh, ja, also habe ich ein virales Video ist mir durch die Flossen geglitten, aber ich habe einen Freund fürs Leben gefunden. Aber Frank Waller, ich will ja gar nicht mit dir reden, groß, aber nur ganz kurz, ne, weil das so ein bisschen nach Stockholm-Syndrom klingt. Du bist natürlich glücklich, dass er dich wiederbelebt hat und so weiter, aber du weißt schon, dass er ursprünglich auch dafür verantwortlich war, dass du da tot auf dem Boden lagst. Naja, also ich finde, das muss man differenziert betrachten. Naja, also ich kam ja da vom Fischmarkt und also mir war schon klar, dass ich da irgendwie ein Restaurant oder so ausgeliefert werde. Und dann am Ende war ich dann froh, dass es der Florentin war, der mich am Ende dann noch befreit hat. Also ja, du hast recht, das muss man auch differenziert und also mit allen Schichten, Komplexitätsschichten betrachten, die Situation, das ist richtig. Und alle meine 499 Brüder und Schwestern sind gestorben an dem Tag. Und da bin ich auch noch traurig. Ja, aber letzten Endes denke ich mir, wenn ich überlebt habe, dann kann ich ja für die noch was erreichen. Ja. Und deswegen danke, dass ich hier in der Sendung dabei sein darf. Gerne. Dass ich auch noch ein bisschen ein wenig Fernsehluft schnuppern darf. Gerne. Und dass es am Ende für mich dann auch gereicht hat. Ach, danke, wirklich gerne. Mensch, danke. Gerne, gerne. Kommen wir zur nächsten Schätzung. Ich sage, es sind 86 Klicks übrigens. 86 Klicks ist leider voll der Witz. Ich sag dir die richtige Lösung und sie heißt Six. Nailed it. Nailung. Okay, ich sag 6 und Florentin Will sagt 86 und hat die Fischkarte gezückt. Es geht um viele, viele Punkte. Ich bin guter Dinge, ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge, ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge, ich bin guter Dinge. Das sind sie da für mich, vier Bocker. Dude, epic dude. Geil, stark. So, jetzt kommt der Comeback-Song. Tja, es gibt Dude. Jetzt perfect. Kommt das Comeback. Oh. Das Undercover-Video und ich sage die ganze Zeit verflixte Klicks auf Koreanisch. Ich hab's aufgelöst. Ja, kann gut sein. Sehr schön, sehr, sehr gut getroffen, muss man sagen. Danke. Nee, weißt du, was die ganze Zeit machen? Die beschwören die Fischkarte. Nein! Fischkarte und Undercover-Karte beim Undercover-Karte habe ich das ja. Das ist ungesehen. Undercover habe ich doch schon abgesetzt. Das war ja nur ein Joke. Undercover habe ich schon abgesetzt. Das war nur ein Joke. Ich habe jetzt die Fischkarte gesetzt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die Klickszahl erraten werde. Okay. Ja. Spannend. Oh! Ja, wer weiß, was wir da uns gerade. Habt ihr das mal euch übersetzen lassen? Stopp, ganz kurz. Ich habe nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich habe nichts gesehen. Hast du was gesehen? Nee, also ich habe nichts gesehen, aber okay. Was soll man denn nicht gesehen haben? Ich weiß es haben? Nicht. Ich habe auf Details-Anzeigen hier unten aus Versehen geklickt und ich weiß nicht, ob man da die Klicks gesehen hat oder okay, nicht. Okay, ich habe nichts gesehen. Okay, gut. Okay, aber weil ich nichts gesehen habe, spreche ich ja auch nicht darüber, dass es das zu sehen gab. Falls der Zuschauer die Klicks gesehen hat und sich denkt, haben die das gesehen? Ja, aber du hast ja offensichtlich irgendwas gesehen. Ich habe gesehen, dass ich nichts gesehen habe. Okay, aber wenn du nichts gesehen hast, warum hast du da was gesehen? Weil ich fragen wollte, ob du was gesehen hast. Nee, ich habe nichts gesehen und sage, nicht undercover, sondern doppelte Punktzahl für mich, für folgende Schätzung. Das ist eine, was weiß ich, ein Chor, nee, wird's nicht sein, aber irgendwie, ich glaube, das ist ein Kollegium, ein Lehrer, ein Schülerkollegium. Das sind alle Lehrer einer Schule und das ist quasi die Hymne der Schule. Zum Schluss machen sie auch nochmal den Gruß. den man da so macht in der Schule. Und wir sind bei 68 Klicks. Nee. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so ein Gruß ist. Der Rektor verlässt die Schule oder so. Und deswegen gibt es aus jeder Klasse so ein Ding. Das guckt der Rektor sich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal an. Und dann ein siebtes Mal noch, weil es aus Versehen im Hintergrund abgespielt wird. Deswegen haben wir, meine Damen und Herren, hier 7 Klicks. Ich habe Luftgitarre geübt ein bisschen. Ja, hat sich nicht gelohnt. 7 Klicks, Lars ist bei 68 und hat auch die Fischkarte gezogen. Also das könnte hier eine Kaskade an Punkten hier ergeben, wenn LP hier recht hat. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es hier geht. 68er, 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 68er,
Die Null habe ich auch gesagt. Shit. Die habe ich ja nur nicht ausgesprochen. Gut, das sind 2 Punkte oder mindestens für mich. 7-4. Was kommt Alter. Da? Alter. Was kommt da? Sind das natürliche Quellen oder was ist das? Blubberbad? Oder da ist die Fischkarte drin. Das wäre jetzt so toll, ne? Da hätte man so schön anmoderieren können. Was ist denn AZ? Ist das Holy Aserbaidschan? Shit, was ist das denn? Ach nee, es ist Türkei, oder? Türkisch. Wie schrill. Okay, das ist was das gruseligste für ein abgefahrenes Video. Top 5 der gruseligsten. Aber das ist nichts Natürliches, ne? Da gehen so Kabel rein, so Röhre rein. Ich glaube auch, ja. Uiuiuiuiuiui. Das könnte schon eine natürliche Quelle sein, wo die halt. Alter, was ist das? Das ist das gruseligste Video. Ich finde das ganz verstörend. Also, es würde mich nicht wundern, wenn gleich einer erschossen wird. Es würde mich auch nicht wundern, wenn da gleich jemand mit Rocket Beans TV-Pullover vorbeikommt, denn das ist die Undercover-Karte. 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 Mit dir. Jetzt mein Spatz. Deswegen glaube ich auch, dass wir nicht allzu viele Klicks haben. Da ist so ein Typ in Kasachstan, war unterwegs, ist hier auf diese Teufelsbeschwörung gestoßen, dachte sich, ich pack mal hier mein Nokia 44 aus und filme mit. Allzu viele Klicks wird das nicht generiert haben, weil der Titel auch nur Nonsens ist. Deswegen glaube ich, wir sind hier bei, bei 17 bye, Klicks. Bye, 17. Bye, also ist vorbei. Also mich wundert, dass wir da oben dieses Wasserzeichen haben, das schon so wie so ein Fernsehsender aussieht, aber es sah jetzt nicht aus wie ein klassischer Tagesthemenbeitrag. Nicht wirklich. Vor allem auch mit 2 Punkten. Vasilibel.az. Ja, stimmt. Ja. Also die Domain hat 2 Punkte. Ist das Linux, oder was? Ich bin bei Unimond. Ich bin. Es ist vorbei! Also, ich glaube wirklich Folgendes: Der Titel ist zu lang für 17 Klicks. Okay. Ja. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Genau, also ja, es gibt natürlich ganz lange mit Quatschzeichen dazwischen, das sagt dann, aber das ist, sieht mir aus wie ein regulärer Satz. Ja, ja. Und wenn du es schaffst, bei YouTube einen ordentlichen Satz in den Titel zu packen, dann hast du da mehr als 17 Klicks. Unwesentlich mehr, wir sind bei 50. LP sagt genau. 50. Ich bin bei 17. Das Undercover-Video wurde gezückt. Ich bin sehr gespannt, wer hier den Punkt noch abstäubelt. 50 schreibt man so, ja, genau. 5 und die 0, genau, nebeneinander. Aha. Ja, möglichst nah nebeneinander, gib damit man sieht, die 17, dass es eine Punkt. Zahl ist. Gib sie mir jetzt gleich. Gib mir die 17 Punkte. Gib sie mir sogleich. Gib mir die Punkte jetzt, gib sie mir heraus. Ein warmes Bad in Kasachstan, das macht doch so viel Freude. Also, die warten sehr lange. Oh, ja. Kommt der Bizeps raus. Meine Herren, ey, guckt euch das an. Riesig. Bis nach riesig, oben. Bis ganz nach oben. Verdammt, Leute, das war das letzte Video, ey. Fuck. Hä? Das war das letzte Video. Wie jetzt? Na, dann gucken wir dann auch mal, wer hat die Undercover-Karte. Moment, richtig. Stopp. Also, ja. Ich habe die Undercover-Karte gezogen hier beim Kasachstaner Blubberbad. Was hat LP gemacht? LP war bei den Rentnern? Nee, irgendwo davor hatte ich das mal gezückt. Bei. Nee. Ja. Bist auch immer. Du bist Tokio. Verdammt gut. Ich habe noch nie die Undercover-Karte richtig gemacht. Du bist brandgefährlicher, verflixte Klickspieler. Das stimmt. Ja. Und was mich beunruhigt ist, dass dein Undercover-Game immer besser wird. Ich bin sehr gespannt, was das Undercover-Video ist. Und hier ist die Auflösung. Yes! Ah! Oh! Als Short Banana Ente! Banana Janja! Geht das? Ja. Wir sind gerade im Urlaub in Taiwan. Dann haben wir eine Bananenente gesehen. Nein! Wir mussten sofort an euch denken. Und dachten, wir drehen mal ein kleines Undercover-Video. Vielleicht habt ihr das im Video schon gesehen. Weiß ich nicht. Dann seid ihr bestimmt draufgekommen. Und was ist für eine? Die Bananenkatze! Ja, dann, wir hoffen, wir konnten euch reinlegen. Ja! Ansonsten, nee, konntet ihr nicht. Liebe Grüße von uns beiden, Moritz und. Ciao. Stark, Moritz. Sehr, sehr süß. Bibi. Sehr, sehr schön, Moritz und Bibi. Lars Paulsen konntet ihr nicht reinlegen, er hat mittlerweile ein gutes Auge für euch, er durchschaut euch. Ja, vor allem, ich musste halt dann einfach durch diese Zeitlupe, konnte ich dann genau die Kameraführung sehen, habe ich sofort gesehen, ja, Rocket Beans Fans. Und damit habe ich nochmal einen Punkt dazu bekommen, bin bei 9 Punkten und du hast insgesamt 4, das heißt, ich habe gewonnen. Ich hab gewonnen.
wunderschön. Aber guck dir auch, dass diese dass die Siegeslieder wirklich gleich lang sind. Ich habe eine Ohr und du hast auch ein Ohr. Wir haben das Gefühl, dass Lars, das ist wunderschön. Haben wir das Gefühl, dass Lars Siegerlied ein bisschen länger ist als meins? Ja, genau. Können wir da vielleicht nochmal in die Sekunden gucken? Den jahrelang. Ja, aber können wir da in den Timecode mal gucken? Da gibt es eine Statistik nächstes Jahr, wer hat die längeren Sieger-Songs gehabt. Florentin Wills hat Spaß gemacht. Ja, oh, du hast das schon nicht so schlecht gemacht. Geil, was ein du hast das schon nicht so schlecht gemacht, aber es ist einfach, du bist charakterlich leider so unerträglich, dass das wirklich für eine Sympathie nicht reicht. Und wegen Silvester, ich melde mich, ja? Ja, aber irgendwie, ich finde es auch scheiße, weil es das dritte Mal dabei. Lass weil ich finde das einfach Quatsch. Und da irgendwie finde ich es auch nicht gut, dass du dem Frankenweiler wehgetan hast in der Live-Sendung. Nee, also weil ich finde, eine Sache ist natürlich immer Gag und Quatsch und so, aber auf der anderen Seite ist Gewalt dann auch eine Realität. Ja, wir müssen uns ja auch nicht befreunden, Frunti. Das ist Hauptsache, wir sind hier halt irgendwie auf Sendung und so miteinander. Und ich habe dir die Freundschaft angeboten, du hast sie mir ins Gesicht geschmissen. Ja, ich will mit dir schon befreundet sein. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Live.